bevor du irgendwas einstürzt und irgendwas noch passiert, renne ich da lieber durch. Das bedeutet eigentlich nie was Gutes, wenn man so viel Munition und alles wieder kriegt. Glänzendes Gold. Ich glaube, ich gebe es wirklich auf. Es gibt keine Möglichkeit für mich, das zu schaffen. Zeig dich. Genau du. Das Spiel will einfach nicht, dass ich heimlich vorgehe. Dass man die Tür neu aufbrechen muss. Gibt's auch. Okay, man muss hier schnell rein. So ist das hier. Also ein Zoll oder was es jetzt hier darstellen soll. Okay. Ich würde mich ja schon ein bisschen erstaunen, dass der noch nicht geschossen hatte. Karte aktualisiert, nichts Besonderes zu sehen. Na komm. Was haben wir hier noch so rumliegen? Oh, warum nicht? Nehmen wir alles mal mit. Du hast keinen Sichtkontakt. Die Nahkampftötungen sehen schon leicht brutal aus. Das war alles. Ich nehme an, ich habe gerade Schaden durch Feuer bekommen.
Staffel wäre ja noch irgendwas. So, nichts. Oh. Moment, das ist der Anfang. Was wird mir jetzt auf? Hier sind wir reingefahren. Wenn man nichts findet, einfach mal nach oben gucken. Das gefällt mir gar nicht. Also mit diesem Gewehr ist es wirklich leicht. Ich habe nichts gesagt. Der schießt mir nur zwei Dinge hier kaputt. Und bleib unten. Alter. Jetzt lass mich doch mal eine scheiß Waffe wechseln. So viel zu, ich sammle mal jetzt gemütlich die Rüstung ein. Überlad mich. Ich habe wirklich die Runde verfehlt. Doch, ich hatte das Endteil gerade hier ein Stück zu leicht genommen. Das scheint doch noch ein gutes Stück Arbeit zu sein. Mist. Du mordest mich nicht. Ich hab dich gehört. Mit mir. Du auch nicht. Du bist richtig. So. Hier haben wir dann doch ganz schön eine Barrikade aufgestellt. Hui. Ach, schade. Ich habe eben erstmal gucken, wie ist. Wie kommen wir jetzt weiter?
Leiter benutzen. Immer so. So, ich muss die Leiter runterholen erst. Ist ein Goldzeug, wir sehen unten einen Brief, den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr finden, der war schon vorher. Okay, ich geh's runter. Ist denn hier Patronen versteckt? Sie hier richtig mit allem, aber nicht mit sowas. Habe ich eigentlich mit dem Gold und allem gerecht? Achtung! Einwohner von Paderborn! Ab sofort gilt eine Ausgangssperre! Ein extrem gefährlicher Gefangener ist auf freiem Fuß. Daher ist es nachts auf den Straßen sehr gefährlich. Öffnen Sie niemandem die Tür und halten Sie sich von den Fenstern fern. Bitte melden Sie jegliche verdächtigen Aktivitäten unverzüglich den Behörden. Natürlich. Paderborns wird... Wenn ich das richtig verstanden habe. Ups. Das sieht ja mal richtig gut aus. Unser Mann! Haben Sie ein paar Münzen übrig? Ich schätze mal, das ist meine Kontaktperson. Ey, ich wollte doch mit dir noch reden. Nein! Ich wollte dir bestimmt den Brief bekommen. Ach komm schon. Ich wollte dich doch... Och man, das ärgert mich jetzt. Das ist das Gasthaus. Da muss ich hin. Die Lilien singen im Mondschein. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Moment, ich muss eben nachladen. Okay, jetzt. Wie heißt du? Annette. Und Sie? William J. Blazkowicz, US-Militär. Nennt man sie so? Mein Vater hat mich immer Billy Boy genannt. Billy Boy. Seltsamer Name für einen erwachsenen Mann. Ach, manche nennen mich einfach BJ. Schon besser. Sie sehen aus wie ein BJ. Danke fürs Kompliment. Okay. Notizen von Annette. Erster Tag. Habe Herrn Kessler gefragt, ob ich für ihn die Augen offen halten soll. Hat's eingewilligt. Ich schreibe meine Beobachtung hier auf. Neunter Tag. Wie langweilig. Es passiert rein gar nichts. Ich denke zu viel nach und werde deprimiert. Tag 15. Vor dem Gasthaus patrouillieren jede Menge Soldaten. Einer von ihnen hat nach oben geblickt. Aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich vermisse dich. 16. Tag. Eine Gruppe von Soldaten und diese Helga kam vorbei. Sie gehen irgendwo hin, bereiten ihre Fahrzeuge vor. 17. Tag. Helga hat die Stadt mit einer Armee verlassen. Wohin? 19. Tag. Ein großer Mann von der Burg kam mit einem Hund vorbei. Sah unheimlich aus. Keine Sorge, Hund gibt's nicht mehr.
21. Tag. Herr Kessler bat mich, meine Beobachtungen.